There's a war outside your window, it's calling, it beckons you out. And it scares you to death when you think of the noise and the crowds. Oh, it's nothing, but it's everything. You carry the weight of the world. Hello, welcome back to a new vlog. Ich habe so einen Videoplan erstellt, dass jetzt die nächsten paar Wochen erstmal immer 2 Videos pro Woche kommen. Es kam ja jetzt länger nichts, aber ich habe trotzdem immer voll viel gefilmt gehabt. Und jetzt kommen halt voll viele Videos noch vom Sommer oder irgendwie von den letzten paar Wochen. Und ich hatte irgendwie Lust, zwischendurch mal kein Travel-Video hochzuladen, sondern mehr so einen Alltagsvlog und auch so ein bisschen ein aktuelleres Video. Die anderen sind auch noch voll cool und die kommen auch alle noch. Aber ich bin irgendwie gerade voll motiviert zu filmen und ich liebe YouTube im Moment wieder. Also ich schaue voll gerne Videos selbst und mag die Plattform richtig gern. Ich finde es nur ultra schade, weil mittlerweile ja voll wenige Leute überhaupt noch YouTube schauen. Keine Ahnung, gerade so Vlogs. Ich finde es voll comforting. Comforting. Wisst ihr, was ich meine? Also ich mache mich voll gern fertig und schaue dabei so einen kurzen Vlog oder esse was und schaue dabei was. Und ist halt irgendwie was komplett anderes, als wenn man auf TikTok oder so ist. Deswegen danke fürs Einschalten. Freut mich voll, dass du dir mein Video anschaust. Das hier ist nochmal viel persönlicher und ich habe gerade einfach wieder Lust, mehr zu filmen und mehr hochzuladen. Ich hoffe, das bleibt so. Das ist immer mit den Klausuren ein bisschen schwierig oder mit der Uni, weil ich komme meistens um 16 Uhr oder 15 Uhr nach Hause und dann ist es fast schon dunkel. Und wenn ich dann noch irgendwas erledigen möchte, ist es halt voll spät. Und, oh mein Gott, was ich euch auch noch erzählen wollte, ich bin selbst sehr stolz auf mich, weil ich wollte es seit eigentlich letztem Jahr machen. Und zwar habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet letzte Woche. Und ich war jetzt schon 3-mal dort, gestern zuletzt, und habe so einen Workout-Plan erstellt bekommen, weil ich mal so ein Probetraining Anfang letzter Woche hatte. Und das ziehe ich gerade so ein bisschen durch und ich will so jeden zweiten, dritten Tag gehen. Und ich habe wirklich überall Muskelkater und so schwer ist mein Programm gar nicht. Ich bin es halt wirklich einfach nicht gewohnt, meinen Körper wieder so zu trainieren. Deswegen... Ja, ich hoffe, die Motivation bleibt so, aber ich versuche es zumindest. Ich wollte einfach die Tage ein bisschen mitfilmen. Jetzt ist es schon 15 Uhr und ich bin vorhin aus der Uni gekommen. Man denkt es nicht, weil ich jetzt direkt wieder in Jogginghose bin. Aber ich kann einfach nicht in ungemütlichen Klamotten bleiben. Jetzt gleich muss ich so ein Moodboard erstellen. Ich hasse es eigentlich, wenn YouTuber oder Influencer sowas sagen, aber... Ich kann auch nicht teilen, worum es geht. Es ist auch wirklich sehr am Anfang und ich freue mich so, falls das alles wirklich so klappt, wie ich es erhoffe, wird es mega cool. Ja, dafür muss ich so ein bisschen meine Idee umsetzen. Also ich will so ein Moodboard machen und sonst muss ich heute wahrscheinlich noch was drehen und ich habe einen Call wegen der Idee. Ich würde sagen, ich fange mal an mit meinen Tutus. Und mit dem Moodboard, hier mein iPad. Let's go! Ich mache dabei jetzt auch einen Film an. Ich glaube, das dauert eh ein bisschen länger. Dann nehme ich mir jetzt so ein bisschen Zeit für mich. Und mache daraus jetzt so eine Fun-Activity. Ich schaue dabei den Film weiter. Den habe ich letztens angefangen. Ich mache das auch nur jetzt, weil ich gern die Ideen schon vor dem Call gerne hätte. Damit ich das auch zeigen kann, was ich mir genau vorstelle und so. Und normalerweise würde ich jetzt nicht einfach um die Uhrzeit Netflix schauen. Aber ja, ich nehme mir dafür jetzt die Zeit. Was, ich mach doch den Song. Was verstehst du da nicht? Ich gehe übrigens gerade meine Galerie durch, weil ich immer mal Bilder über die Jahre gemacht habe von den Sachen, die ich schön fand. Ich spreche so in Rätseln. Aber ich versuche die gerade alle rauszusuchen, mir die zu airdroppen und das dann zu erstellen. Ist gar nicht so einfach, die alle zu finden, weil manche Screenshots habe ich schon vor 2-3 Jahren gemacht. Ich habe den Film fertig geschaut und das Moodboard fertig gemacht. Der Film war okay. Ich wollte nur jetzt hier kurz aufräumen.
Ich muss sagen, ich bin im Moment voll gut, dass ich jeden Tag so ein bisschen was aufräume und dass es dann nicht richtig chaotisch hier wird. Ich habe gerade wirklich nur diesen Stuhl, der unordentlich ist. Das sind nur Klamotten von gestern Abend und heute. So versuche ich halt jeden Tag so ein bisschen was zu machen. Genau, deswegen mache ich das hier kurz. Euch nochmal genau den Schmuck zeigen, den ich gerade anhab. Der ist nämlich von Bruna The Label und ich liebe die Marke wirklich. Ich habe mir vor Jahren da schon selbst Sachen geholt. Gerade die Kette, ich weiß nicht, falls ihr mich schon länger verfolgt, kennt ihr die? Ich habe die mal vor einem halben Jahr verloren und davor hatte ich die nonstop an und ich bin so happy, die jetzt wieder zu haben. Aber ich habe auch mehr Pieces von Bruna bekommen. Zum einen auch die Kette, die Perlenkette. Das ist so ein Joker und hier ist auch so eine goldene Perle, also passen die wirklich perfekt zusammen. Und die süßesten Ohrringe überhaupt. Also ich bin so in Love. Die habe ich auch gerade, seitdem ich die habe, jeden Tag an. Das sind so kleine Herzen. Seht ihr das? Die sind so süß und auch Gold. Also ich liebe Goldschmuck. Und auch passend zur Kette habe ich noch ein Armband. Das hat auch so Perlen und ist auch Gold. Also passt alles richtig gut zusammen. Ich verlinke euch gerne alle Pieces mal. Die Qualität ist mega gut. Und ich finde, die haben voll den schönen Schmuck. Also schaut da gerne mal vorbei. Noch mehr Info schreibe ich euch in die Infobox. Genau. I'm in love mit dem Schmuck wirklich. Okay. Ich habe jetzt gleich den Call. Ich habe mir sogar noch eine Kerze hier angemacht. Die sollen so ein bisschen Kaminfeuer nachmachen. Und die macht voll die gemütliche Stimmung. Okay. Let's go. Call lief gut. Ich snack gerade Parmesan. Ist das komisch? Vielleicht. Und ich drehe jetzt was für meine Instagram-Story. Und zwar so ein Haul für Leger. Ich drehe das jetzt übrigens extra mit der Kamera, damit die Qualität ein bisschen besser ist. Ihr seht es jetzt nicht richtig, aber eigentlich ist es schon voll dunkel draußen. Das Bild rauscht jetzt hier gerade auch ein bisschen so. Und es ist kurz nach 16 Uhr, also... Es wird halt jetzt so schnell dunkel und wenn ich das jetzt mit meinem Handy aufnehmen würde, wird das gar nicht mehr so schön aussehen. Deswegen mache ich das damit. Ich habe noch so Muskelkater von gestern. Ich habe mich jetzt bequem angezogen und mache mir jetzt Pizza und journal vielleicht ein bisschen. Also ich muss noch ein paar Sachen erledigen, ich muss noch was schneiden und eine Podcast-Folge hochladen. Ansonsten mache ich mir heute einen schönen, entspannten Abend. Ich habe hier schon die Pizza am Auftauen. Healthy Ernährung und so. Ich habe früher nie Backpapier benutzt, weil ich dachte, das wäre unnötig. Und dann musste ich meinen kompletten Backofen einmal von innen reinigen. Und zwar so viel Arbeit. That's my look. Yay. Viel zu oversized Pullover, Jogginghose und die Hausschuhe wieder auf Kurs. Und ich schmink mich jetzt ab. Ich habe keine Lust mehr. Oh, und die Wäsche habe ich vergessen, glaube ich. Jupp, perfekt. Jetzt schmink ich mich ab. Keine Lust mehr auf Make-up. Okay, fertig. Wasser drin. Pieps. Ich trinke immer viel zu wenig. Yay. Ich muss gleich noch ein bisschen was am Laptop arbeiten. Aber ich esse heute jetzt ausnahmsweise hier, weil ich Lust drauf habe. Ich habe jetzt die neue Podcast-Folge hochgeladen. Also... Ich habe hier alles eingestellt, veröffentliche die jetzt. Ja, falls ihr es nicht wusstet, Jackie und ich haben einen Podcast und wir laden ab und zu, leider nicht so regelmäßig, wie wir wollen, aber ab und zu Folgen hoch. Und die aktuelle Folge geht über Tipps für Erstis, weil Jackie jetzt angefangen hat zu studieren und sie
habt mir ganz viele Fragen gestellt und es geht um Ersti-Partys, Tipps, wie man schnell Leute kennenlernt, wie man bei der Vorlesung konzentriert bleibt und so weiter. Also schaut gern vorbei, den Podcast gibt's überall. Hallo, morgen. Ich habe Pizza von gestern eingepackt, mir Wasser geholt und bin jetzt ready und gehe jetzt in die Uni. Zurück, habe kurz was gegessen und gehe jetzt in Sport. Ich versuche nämlich relativ früh oder richtig spät zu gehen, damit nicht so viel los ist, weil dann fühle ich mich irgendwie ein bisschen unwohl. Okay. Alles eingepackt, Wasser, Handtuch, Sportschuhe, Schlüssel, Geldbeutel und das Wichtigste Kopfhörer. Ich höre nur jetzt auch gleich schon Musik, weil ich eh dorthin laufe und mein Handy wäre auch gut. Let's go. Ich habe immer noch einen Bademantel. Ich habe vor 2 Stunden geduscht. Ich habe nämlich gerade noch ein Reel geschnitten. Das ist für eine Kooperation, was ich abgeben musste heute Abend. Und da habe ich halt so meine Haarpflegeroutine gezeigt. Und deswegen habe ich das gedreht und geschnitten und jetzt ist es dunkel draußen und es ist schon relativ spät. Es ist 18.16 Uhr und unser Supermarkt hier schließt um 19 Uhr. Das ist irgendwie in Österreich voll doof. In Deutschland haben die Supermärkte immer viel länger auf und hier nicht, warum auch immer. Und wir haben morgen auch Feiertag und ich brauche Essen hier und ich habe wirklich wieder wenig. Deswegen mache ich mich schnell fertig, fahre da schnell hin und habe dann ungefähr noch eine halbe Stunde, um im Supermarkt rumzurennen und noch schnell die Sachen zu bekommen. Genau, und danach um 20 Uhr nehme ich eine Podcast-Folge mit Jackie auf. Ich freue mich voll. Irgendwie im Moment habe ich gerade nur so Social-Media-Tage gefühlt. Also ich komme von der Uni und mache von morgens bis abends gerade irgendwas für Social Media. Aber ich mag es voll gern, auch gerade, weil ich halt mit YouTube gerade relativ viel zu tun habe, allein, dass ich vlogge und weil ich ja gerade 2 Videos die Woche hochlade. Deswegen, ich habe heute übrigens auch schon ein anderes Video für morgen bei mir jetzt geschnitten. Das ist dann das Video vor dem. Und habe übrigens auch das von gestern, was ich gefilmt habe, geschnitten, weil das muss ich heute auch in meine Story laden. Das mache ich, nachdem ich vom Supermarkt komme. Also ich hoffe, ich kriege das alles zeitlich hin. Und so kann ich nicht gehen, deswegen mache ich mich jetzt fertig. Noch mehr als gedacht. Das ist so eine ganze Tüte voll. Ich zeige euch jetzt nur die spannenden Sachen. Ich habe halt voll viel Obst und Gemüse eingekauft. Das ist halt so teuer immer. Ich habe auch Physalis geholt und Passionsfrüchte und so. Obst ist halt ultra teuer, auch Himbeeren und so. Aber das gönne ich mir dann so. Das Traurige ist, die haben keinen Holy mehr. Also ich habe mir ja voll oft so eine Acai-Bowl gemacht und weil morgen Feiertag ist und ich auch Zeit hatte, hatte ich so Lust, mir morgen eine Acai-Bowl zu machen. Aber, also vor allem die halt von Holy, aber die hatten die nirgendwo mehr und ich war sogar in 2 Supermärkten. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier so eine geholt, die sieht so ähnlich aus. Ja, ich hoffe, die schmeckt auch so gut. Und sonst, was ich auch voll gern esse, Himbeer-Stracciatella-Joghurt. Sehr random. Der Rest ist echt langweilig. Ich wollte demnächst mal Wraps machen. Hab halt Wraps eingekauft. Und so fertige Tortellini. 2 Avocados für Avocado-Brot. Ja, das war's schon. Das Problem ist, es ist jetzt schon 19.20 Uhr und in 40 Minuten nehme ich schon Podcast auf. Davor muss ich das noch einräumen und kochen. Ich habe so Hunger. Ja, okay. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ich habe Jackie geschrieben und wir nehmen jetzt ganz bisschen später auf. Also gleich in 10 Minuten. Und ich freue mich so, jetzt wieder einen Podcast endlich aufzunehmen. Ich habe mein Mikrofon schon hier hingestellt, muss jetzt alles mal einrichten. Mach mir die Kerze an, mach mir vielleicht noch einen Tee. Und dann freue ich mich so, mit Jackie wieder zu reden. Also ich hoffe, wir ziehen das demnächst so durch, dass wieder jede Woche eine Folge online kommt, nicht alle 2 Wochen oder so.
Aber es macht wirklich immer so viel Spaß und ach, keine Ahnung, ich freue mich gerade richtig. Und das Lustige ist, heute sind voll viele von meinen Freundinnen feiern und so, weil wir morgen Feiertag haben. Und ich bin wie so eine Omi, darf auch noch einkaufen, koch für mich. Und okay, welche Omi nimmt Podcast auf? Aber ich bleibe so zu Hause und helfe mir jetzt mit der Freundin und so. Und um ehrlich zu sein, freue ich mich gerade, nicht wegzugehen. Ja, also ich finde es gerade richtig entspannt, hier einfach zu chillen und Jackie jetzt gleich anzurufen und so. Also ja, ich habe gerade... auch gerade gar nicht in der Mut. Ja. Ich muss kurz nochmal nach dem Thema schauen. Okay, ich sehe gerade echt fertig aus. Es ist jetzt einfach 23 Uhr und Jackie und ich haben gerade 2,5 Stunden, ich glaube fast 3 Stunden irgendwie so miteinander telefoniert. Und wir haben nicht nur Podcast aufgenommen, also trotzdem sind es 2 Folgen, aber wir haben auch noch so telefoniert und uns geupdatet. Hat voll gut getan. Bin jetzt irgendwie immer voll gut drauf. Sie planen wahrscheinlich auch mich zu besuchen und ich freue mich so. Also wirklich, es ist irgendwie voll traurig, dass man sich so selten sehen kann. Aber dafür ist es halt dann umso schöner, wenn wir uns mal sehen. Genau. Bin gerade voll happy, auch dass wir neue Folgen aufgenommen haben. Dann kommt hoffentlich wieder regelmäßig was bei uns. Hier auf YouTube und beim Podcast. Das wäre mein Ziel.